Aber wir sind alles lernfähige Menschen, nicht nur im BNE-Bereich. Ja, genau. Also nochmal Hallo aus Sachsen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer oder alle Zuschauer. Klimaschule in Sachsen, was ist das? Also Sachsen hat sich auch auf den Weg gemacht und wir sehen BNE als den Schlüssel zur Klimakompetenz, Klimaschutz und Klimaanpassung. Ich denke, wie die meisten hier auch. Das hat natürlich auch politische Gründe. In Sachsen gibt es eine sächsische Landesstrategie zu BNE, die wurde erst im Januar 2019 beschlossen. Und in dem Zuge ist auch viel für Schule beschlossen worden. BNE ist bei uns überfachliches Ziel. Es sind die Schulen sehr stark aufgerufen, auch Finanzmittel gibt es dafür, an außerschulische Lernorte und Akteurinnen und Akteure anzuknüpfen. Die Schulkultur soll nochmal deutlich partizipativer gestaltet werden. Schulen sollen nachhaltige Lernorte tatsächlich sein, quasi als Vorbild. Und BNE wird fester Bestandteil der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Also BNE beflügelt im Grunde genommen die Klimabildung, denn die läuft hier schon länger. Es gibt eine große Imagekampagne zu BNE. Und die zündet auch langsam und trifft die Schülerinnen, Schüler und die Lehrer. Und es gibt eine Seite, die heißt bne-sachsen.de. Die wird vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen getragen, also von zivilgesellschaftlichen Akteuren. Und dort sammeln sich derzeit immer mehr Bildungsangebote aus Sachsen, also wirklich Hunderte. Und auch Unterrichtsthemen sind da schon weit über 200 vorstellig, also die Lehrer oder wer auch immer runterladen kann. Die Klimaschule Sachsen, das gibt es seit 2015 als eigenes Label, als Auszeichnung. 2007 begann das schon. Entscheidend sind hier wieder Kooperationen hier von Umwelt- und Kultusministerium, die das von Anfang an gemeinsam umgesetzt haben. Und die Idee nimmt immer mehr an Fahrt auf. Bis 2024 wollen wir über 60 Klimaschulen in Sachsen etabliert haben. Man wird Klimaschule, indem man sich bewirbt, in über zwei Stufen. Wenn man das geschafft hat, hat man 1.000 Euro zur Verfügung. Und die Schulen, die können sich, die Klimaschulen vernetzen sich sehr gut. Es gibt eine Klimaschulkonferenz, es gibt Regionaltreffen, es gibt unsere fachliche Beratung durch die AG Klimaschulen. Und für alle Schulen in Sachsen und natürlich auch für alle, die darauf Zugriff haben im Bundesgebiet und darüber hinaus, gibt es Schulmaterialien, die runtergeladen werden können. Es gibt Projekttage, es gibt Fortbildungen, natürlich wiederum nur in Sachsen und schulintern gerne. Es werden neue Materialien erstellt, zum Beispiel hier Grundschule. Da hat die Universität Leipzig ein E-Book jetzt gerade in Erarbeitung. Der Entwurf ist hier zu sehen von Klima.leben. Es gibt Materialien der TU Dresden, die gerade erarbeitet werden zu Oberschulen und Gymnasien. Die Klimaschulen sind entwicklungsoffen. Natürlich werden deren Klimaziele, die im Klimaschulplan erfasst werden, auch im Schulprogramm festgeschrieben. Damit hat es eine Verbindlichkeit, jeweils für 5 Jahre. Aber wir sagen, es ist offen, von kleinen Projekten hin zu ganzheitlichen Schulansätzen auch das als Prozess zu sehen und zu lernen. Wir haben uns gefragt, was sind die treibenden Kräfte denn für diese Wandlungsprozesse? Und natürlich ist es sinnvoll, dass Klimaschulen im Schulprogramm verankert werden. Aber wenn wir zurückblicken auf die interne Evaluation der Schulprogramme an sächsischen Schulen, dann stellen wir wieder fest, dass Schulprogrammarbeit sehr wichtig ist. Aber die engagierten Personen der entscheidende Faktor sind, nämlich für die Zufriedenheit mit und an Schule. Und das betrifft natürlich wieder alle, die an Schule partizipieren. Schulleitung, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Eltern, das Umfeld der Schule. Schulprogrammarbeit ist aber dennoch sehr wichtig, wenn sie partizipativ, offen, demokratisch ausgerichtet ist, denn dann ermutigt sie zu Engagement und eröffnet Erfahrungsräume für individuelle und kollektive Selbstwirksamkeit. Und wenn es vielleicht manchmal ein bisschen dunkel scheint, wie auch hier in der sächsischen Schweiz, so kann man hineinlaufen in die Spalten und ins Dunkle und Licht hineintragen und, was wir alle wollen, Hoffnung schenken und spenden, die die junge Generation dann auch aufgreift. Vielen Dank für das Wort und für die Zeit. Herr Schick, das war eine ganz tolle Präsentation über die Wege, die Sachsen geht. Wir hatten ja auch Hamburg schon gehört, wir haben Hessen heute gehört. Vielen, vielen Dank auch für diesen Beitrag. Gerne. Vielen Dank. Bis demnächst. Ja, tschüss. Tschüss.